tun nichts. Sehr schön. Es scheint so, als würden die in der Neapolis vorbeilaufen. Mit dir gehen wir, glaube ich, nach Korinth. Aber heil doch erstmal. Kannst du die hier angreifen? Ja, dann schwächst du doch schon mal. Oder bringst du gleich ganz um. Auch nicht schlecht. Sieg, aber dann bombardierst du auch erstmal die Einheiten. Und du probierst auch dein Glück. Ach, hier hätten wir auch nochmal Einheiten bekommen. Machen wir auch. Genug erfahren, um befördert zu werden. Am liebsten würde ich ja gegen berittene Einheiten mir aussuchen. Aber das gibt's noch gar nicht. Damit kommst du den hier. Und einen Giant Sieg dazu. Der sterbende Elefant. Hört sich an wie so ein Ballettstück. L'Elefant Morte. Ihr heilt alle mal, leckt eure Wunden. Du fortifizierst hier in der Stadt, du heilst auch. Du gehst lieber hier hin, da bist du besser geschützt. Und wir bauen noch mehr militärische Einheiten, wie zum Beispiel Ritter. Du fortifizierst. Du heilst. Nächste Runde. Straße. Ja, den hier erst angreifen. Müsstest du nicht eigentlich einmal? Was mit dir? Keine Promotion, es gibt keine Kaserne, naja. Ne, du gehst weiter hier hin, um vor den Elefanten geschützt zu sein. Du gehst einen Schritt zurück und schießt dann hier rüber. Was jetzt ein bisschen blöd war, aber naja. Du gehst hier hoch. Du tauschst deinen Platz mit der Balliste. Die geht in Stellung. Und gibt ihm hier den Rest. Bis hierhin. Du gibst ihm nicht den Rest. Da wirst du wahrscheinlich verlieren. Aber du gehst trotzdem mal hier hin, damit er hier hin kann. Ich hoffe, dass er da noch genügend Fortbewegungspunkte hat, noch zurückzukommen. Hat er nicht. Naja, schade. Du heilst. Du hast nichts. Produktion wählen. Legion. Ritter. Brauchen wir alle hier unten zur Verteidigung. Du hast immer noch eine Straße. Du heilst weiter. Sieht so aus, als ob die ihn da aufgeben. Neapolis greift. Ist auch egal, weil wir diese Runde eh keinen von denen angreifen können. Ein Ritter, ich würde fast vorschlagen. Ne, komm hier runter. Wir zeigen den Indern mal, mit wem sie sich hier eingelassen haben. Hier oben müssen wir eigentlich genug haben, um uns Korinth einzuverleiben.
Andererseits können wir mit den Indern auch mal vorsichtig fragen, wie es mit Frieden aussieht. Anscheinend nicht. Und den Polynesiern? Tja. Auch nicht. Naja. Produktion wählen. Mehr Legionen. Die mir dann später alle zu Langschwertkämpfern updaten. Und in 28 Runden haben wir dann auch schon unsere nächste Sozialpolitik. Ich hätte ja gern die hier, weil dann die Modernisierung von Einheiten günstiger wäre. Aber das dauert, glaube ich, noch so 50 Runden oder so, bis wir dahin kommen. Wo sind wir denn hier? Ihr seht alle aus, als ob es euch gut ginge. Schauen wir mal, wo wir hier sind. In schönen Gefilden. Du kommst auch mit. Endlich mal die Straße fertig. So. Bis hier hoch. Du bist in die Stadt. Ist hier unten was? Nein. Du bist hier rüber. Der große General geht mit an die Front. Bleibt einen Schritt weiter vor. Du tust nichts. Ebenfalls nichts. Kommst du? Ja, hier oben ist gut. Wer bekommt eine Beförderung? Du bekommst zur Abwechslung mal den Drill auf unwegsamem Gelände. Unsere Legion steht hier sehr schlecht. Aber sie überlebt. Das ist sehr schön. Neapolis kann diesen hier angreifen. Wir müssen mal gucken, ob die Ritter... Ah ne, ja, wunderbar. Dann mach das doch. In Civilization 4 war es nämlich so, dass Kriegselefanten gegen berittene Einheiten besonders gut und effektiv waren. Das haben sie jetzt aber anscheinend geändert. Zum Glück. Warum ich den jetzt hier rüber habe, weiß ich auch nicht genau. Was wir hier machen können, ist in Stellung gehen. Nee, warte. Tausche ich den Legionär gegen den Pikenier? Was ist meine Alternative? Nicht wirklich großartig. Ja, Armbrustschützen erstmal. Sehr schön. Er kann nur eins vor, müsste da in Stellung gehen und kann dann, glaube ich, auch nicht wirklich hier hinschießen. Er kann aber mit Rios immer nicht und streite. Sehr gut. Unser Tribok müsste hier oder hier in Stellung gehen. Dann kümmern wir uns mal darum. Und zwar greifst du von dieser Flanke an. Du greifst von hier an. Kannst dich aber nicht mehr bewegen. Naja. Dann gehst du hier hin. Du folgst ihnen auf Fuß. Ja, den Pikenier schicken wir auch mal hier runter nach Indien lieber. Du baust die Straße weiter. Hier unten ist der schnellste Weg rüber. Genau, du bleibst hier stehen. Ja, und dich hätte ich gerne auch hier unten eigentlich. Bei dir müssen wir überlegen, doch, du gibst ihm den Rest, damit er hier hinziehen kann. Nee, du bleibst schön hier. Du heilst erstmal. Es wäre jetzt töricht, ihn hierher zu ziehen und dann von dreierlei Einheiten angreifen zu lassen. Geh mal du lieber hier noch mit vor. Bei dir, ja, sieht so aus. Und du gehst in die Stadt. Dann haben wir es auch gleich. Ich glaube, du bist soweit geheilt, dass du schon wieder einsatzfähig bist. Mit an die Front mit dir. Armbrustschützen haben sich als sehr effektiv erwiesen. Die Einheit haben wir eh aufgegeben. Insta-Heal hier und zack.
Mein neues Hobby, sterbende Tiereinheiten in Civilization 5 nachzuahmen. So, du hast die Möglichkeit, ihn anzugreifen, wirst aber nicht gewinnen. Aber wenn er zur Hilfe kommt, schon. Und er sowieso. Dann mach doch erstmal du. Und dann du. Tor. Sind wir mit Kämpfen Krieg? Ah, sehr schön. Meine diplomatischen Fähigkeiten sind par excellence. Du bekommst die Promotion, auf flachem Geländefeld zu kämpfen. Und heilst aber noch eine Runde, bevor du dann mit den anderen Indien überfällst. Du könntest jetzt schon hier. Nö, geh doch einfach mal eins vor, guck, was da so geht. Die Ritter. Hier hin. Ist ja auch nicht von hier aus, ist auch nicht weit dann nach Griechenland. Kommt, mach mal ein bisschen. Gerichtsgebäude wäre zum Beispiel sehr schön, wenn wir das endlich hätten. Dann ist auch unsere Unzufriedenheit. Wirkt sich die schon. Nee, nur auf das Wachstum aus, zum Glück. Rum, rum, rum. Hat uns einen weiteren Ritter zur Verfügung gestellt. Anzium wird uns noch einen Tribus zur Verfügung stellen. Warum ist hier eigentlich einer drin, wenn er gar nicht... So. Du bekommst...